Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Röwekamp, ich war erst etwas überrascht, als ich las, dass Sie das Thema für die Aktuelle Stunde des Landtages aufrufen wollten mit dem Titel Fehlentscheidungen rächen sich, Rot-Grün treibt Kliniken in die Existenznot. Da habe ich zunächst gedacht, das war allerdings bevor Sie jetzt gesprochen haben, hups, jetzt kriegen Sie aber echt was durcheinander. Weil die Existenzbedingungen sind ja ebenso schwierig, weil die Finanzierung im Bund unzureichend ist und die Rahmenbedingungen ebenfalls sehr, sehr schwierig. Das haben Sie ja inzwischen eben auch gesagt. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz, dass sich da offensichtlich Einigkeit im Haus hier herstellen lässt. Wo ich auch mit Ihnen einer Meinung bin, ist, dass diese 10 Millionen Euro, die wir nun den Kliniken zur Verfügung stellen, tatsächlich nicht die Lösung des Problems sind. Aber sie sind die Voraussetzung für die Lösung. Und deshalb ist es im Moment richtig, dass der Senat gestern so entschieden hat. Immerhin handelt es sich bei unseren kommunalen Kliniken um einen relevanten Bereich öffentlicher Daseinsvorsorge. Auch das haben Sie betont. In den Genohäusern arbeiten 8.000 Beschäftigte dafür, dass jährlich rund 100.000 Patientinnen und Patienten behandelt werden. Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Wird dort ein medizinisches Angebot vorgehalten für chronisch Kranke, für Schwerstkranke, für leichte und übliche Erkrankungen und für ganz ungewöhnliche Erkrankungen, für das ganze Spektrum der medizinischen Versorgung. Das kostet natürlich Geld und es ist gut investiertes Geld in die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Es ist richtig, die 4 Kliniker der Gesundheit Nord haben in ihrem Verbund erhebliche finanzielle Probleme. Und ich widerspreche Ihnen ausdrücklich, Herr Röwekamp, dass Sie sagen, das Cashpooling sei da keine geeignete Maßnahme. In einer so schwierigen Zeit brauchen die 4 Kliniken untereinander die Solidarität voneinander und die Solidarität aller im Verbund und darüber hinaus, nämlich von uns. Dass es diese erheblichen Schwierigkeiten gibt, das darf keiner kleinreden, denn es müssen Wege aus der Krise gefunden werden. Ich glaube auch nicht, dass Sie hier jemanden gehört haben, der nicht die Krise sehr ernst nimmt und mit Hochdruck nach Lösungen aus dieser schwierigen Situation sucht. Und ich darf Ihnen versichern, meine Fraktion hat ein erhebliches Interesse daran, die Situation offen und schonungslos zu analysieren, denn nur wer die Diagnose kennt, kann die richtige Therapie vorschlagen. Klinikum Bremen-Ost und das LDW stehen recht gut da. Das liegt natürlich auch daran, wie innerhalb des Verbundes die verschiedenen Disziplinen aufgeteilt sind, können aber die Verluste in Mitte und Nord nicht kompensieren. Hintergrund für diese Situation beider Krankenhäuser ist einerseits, das muss ich noch mal betonen, die fehlgeleitete Bundespolitik, aber natürlich auch hauseigene Schwierigkeiten. In Mitte hat der Keimausbruch eine erhebliche Rolle gespielt. Die Neonatologie und die Geburtshilfe wurden geschlossen, diese Patientinnen fehlten, aber auch in anderen Abteilungen kamen teilweise weniger Patientinnen infolge des Vertrauensverlustes in die Klinik. Das ist tragisch. Arbeitet doch das ärztliche und pflegerische Personal jeden Tag weiterhin auf hohem Niveau. Es ist bitter, gute Arbeit anzubieten und immer mit latentem Misstrauen betrachtet zu werden. Wir wünschen allen Mitarbeiterinnen des KBM, dass die Menschen in Bremen und Niedersachsen bald wieder das gerechtfertigte Vertrauen in das Krankenhaus entwickeln. Aber nicht nur der Keimvorfall, auch andere strukturelle Schwierigkeiten plagen das Haus. Der Bau des Teilersatzneubaus auf dem Gelände von Mitte sollte ursprünglich durch den Klinikverbund aus Krankenkasseneinnahmen finanziert werden. Von dieser Vorstellung müssen wir uns verabschieden. Das habe ich in der letzten Aktuellen Stunde im September oder wann das war auch schon gesagt. Sie ist nicht realistisch und sie wird auch nicht realistisch werden. Das Klinikum Bremen-Mitte aber braucht diesen Teilersatzneubau, damit dort effizienteres Arbeiten möglich wird. Der Bau ist begonnen, er steht im Rohbau.
Es gibt die normative Kraft des Faktischen. Er wird gebaut. Es ist richtig, dass er gebaut wird. Und wir werden gemeinsam zu klugen Lösungen kommen müssen, wie wir da der Geno auch mit kommunalen Mitteln unter die Arme greifen können. Aber, meine Damen und Herren, die Mindereinnahmen in Nord und Mitte sind nicht nur Folge der Keimkrise, nicht nur Folge des Teilersatzneubaus, sie sind auch Folge eines erheblichen Sanierungsstaus, der weit in die Zeit der Großen Koalition zurückgeht. Dem wurde mit der Planung und dem Beginn des TEN endlich begegnet, aber auch in Bremen-Ost wird eine Sanierung der Gebäude dringend in die Wege zu leiten sein. Auch verschiedene Annahmen, das haben wir hier auch schon mehrfach diskutiert und das sage ich in aller Offenheit, des sogenannten Sanierungskonzeptes haben sich nicht bewahrheitet. Beispielsweise der Abbau des Pflegepersonals über Maß, bevor strukturelle Veränderungen durchgeführt wurden. Das war ein Fehler. Oder die geplante Zentrenbildung, die inzwischen ganz überwiegend aufgegeben wurde. Aus diesen Fehlern wurde aber bereits gelernt. Nur man kann nicht davon ausgehen, dass Umstrukturierungen sehr schnell greifen. Da werden wir alle, ob uns das passt oder nicht, noch etwas Geduld haben müssen. Für uns Grüne sind folgende drei Gedanken entscheidend. Die kommunalen Kliniken sind der Garant für das Angebot der medizinischen Maximalversorgung und stationären Notfallversorgung. Zweitens, Steuergelder müssen sehr sorgfältig verteilt und ausgegeben werden. Sowieso, aber natürlich erst recht, wenn die Mittel knapp sind. Es ist richtig, kommunale Mittel in Krankenhäuser zu investieren, aber das muss so sorgfältig geschehen, dass die Bürger sich auch sicher sein können, dass ihr Geld sinnvoll verwendet wird. Und drittens, die Geno muss die gesamten Annahmen des Sanierungskurses überprüfen und die Konzepte, die sich bewährt haben, verlängern. Die gibt es ja durchaus. Die Konzepte, die nur deshalb noch nicht gegriffen haben, weil sie zu langsam fortgeschrieben werden, die müssen natürlich schnell zur Reife gebracht werden. Aber die Strategien, die sich nicht bewährt haben, die müssen umgesteuert werden. Das bedeutet in der Konsequenz, es ist richtig, dass der Senat gestern beschlossen hat, das Eigenkapital der Kliniken Mitte und Nord mit insgesamt 10 Millionen Euro aufzustocken. Zweitens, es ist auch richtig, jetzt von der Geno zu fordern, plausible, nachvollziehbare Planung vorzulegen. Und ich will an dieser Stelle betonen, es gibt ja Veränderungen. Es gibt auch Veränderungen an der Spitze der Geno. Und ich erlebe die aktuelle Geno-Leitung als sehr ernsthaft, fähig und zuverlässig. Und ich gehe davon aus, dass dort sinnvolle Strategien zur Konsolidierung der Geno entwickelt werden. Wir Grünen halten es für unumgänglich, diese Strategien gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entwickeln, in den einzelnen Häusern, auf den einzelnen Stationen, denn keiner kennt die detaillierten Abläufe so gut wie die Menschen, die täglich dort arbeiten. Drittens, es ist richtig und das ist eine entscheidende Veränderung gegenüber dem Zustand, als wir diese Debatten schon mal geführt haben. Es ist richtig, dass wir inzwischen ein eigenständiges Gesundheitsressort haben. Und es ist richtig, dass dort nun eine neue Krankenhausabteilung aufgebaut wird. Diese neue Krankenhausabteilung muss und wird die Vorschläge der Geno auf Stringenz und Machbarkeit prüfen. Viertens, es ist richtig, einen Weg zu suchen, wie das Land der Geno die alleinige Finanzierung des Teilersatzneubaus abnehmen kann oder zumindest unterstützen kann. Fünftens, abschließend, es ist richtig, dass wir davon ausgehen müssen, dass weitere finanzielle Unterstützung für die Geno notwendig sein wird. Aber eben doch nur, wenn diese als Reaktion auf die Plausibilität des geplanten Zukunftskonzeptes geschehen kann. Abschließend noch ein Blick in die Zukunft. Die Haushaltsberatung für 14/15 beginnen und es wird notwendig sein, das sage ich in aller Deutlichkeit, die Investitionspauschalen für alle Kliniken in Bremen und Bremerhaven, für die kommunalen und die frei gemeinnützigen zu erhöhen. Wenn dann noch die Bundesregierung zu einer vernünftigen Krankenhauspolitik übergehen würde, wäre schon viel gewonnen. Vielen Dank.